Jetzt nochmal Foulspiel von Boyd, nicht gegeben. Immer noch Boyd, Terence Boyd gegen zwei Bielefelder. Noch eine Schussmöglichkeit jetzt für einen Waldhöfer da. Das ist der Elber, das ist Hawkins, abgeblockt nochmal. Jetzt bleibt Lannert am Boden liegen nach diesem Foulspiel an Boyd. Aber Salthof bleibt im Ballbesitz. Ball kommt hoch in den 16er. Und Tor! 1:0 für Waldhof Mannheim durch einen Kopfballtreffer. So ist das die erste Chance, die sitzt bei dem Mannheimer. Ich glaube, Abi Fade war es. Unfassbar in der 32. Minute dieser Partie. Flanke von links und dann der Kopfball von Abi Fade. Und Waldhof führt mit der ersten großen Möglichkeit mit 1:0.